Diese drei Diamanten gehören dem Mitsubishi Eclipse. Japans softe Antwort auf das Fiat Coupé und Artverwandte. Dass er den Amerikanern gefallen soll und da vor allem den Frauen, glauben wir seinen ausladenden Formen sofort. Leider haben die fernöstlichen Väter des Eclipse die sonstige Üppigkeit den Reifen vorenthalten. Der Eclipse kommt ein wenig schmalspurig daher. Ein Blick aufs Armaturenbrett verrät Routine und den Wunsch nach funktionellen Lösungen. Nur erwarten wir uns von einem 45.000 Mark Coupé wenigstens einen kleinen Kick. Stattdessen Plastikinnereien wie in einer x-beliebigen Limousine. Ein Lob den Sitzen. Sie sind besser als ihre Bezüge aussehen. Die Sitzposition ist dank großzügiger Einstellmöglichkeiten so gut, dass auch lange Strecken nicht zur Tortur werden. Ausreichend einstellbar ist auch das Lenkrad. Mit seinem dünnen Kranz und großen Durchmesser würde es gut in einen Bus passen. Für den Antrieb des Mitsubishi sorgt ein 2 Liter großer Vierzylinder mit 141 PS, die nicht sehr sportwagenmäßig tönen. Sobald die Reifen wieder greifen, geht es zügig voran. Die 100 km/h hat er in 9,6 Sekunden erreicht. Um aus 100 km/h wieder zum Stillstand zu kommen, brauchen die gut dosierbaren Bremsen des Eclipse 39,6 Meter. In Sportlerkreisen gutes Mittelmaß. Auf unserem Slalomkurs bot der Mitsubishi keine großen Überraschungen. Er verhielt sich sehr stabil, stark untersteuernd und zeigte nur geringe Lastwechselreaktionen. Der Elchtest konnte dem US-Japaner nicht viel anhaben. Was uns allerdings störte, war die indirekte Lenkung. Sie wirkt bei Ausweichmanövern behäbig. Auf dem Handling-Kurs erwies sich der 2-Liter-Motor des Eclipse als Vierventiler vom alten Schlag. Er läuft rau und braucht hohe Drehzahlen, um in Schwung zu kommen. Den letzten Rest an Elastizität killt die ellenlange Übersetzung des Fünfganggetriebes. Es muss deshalb fleißig geschaltet werden. Der Spaß hält sich bei diesem Knochen von Schaltung allerdings in Grenzen. Das Fahrwerk ist da schon besser gelungen. Nur die schmalen Reifen sorgen in engen Kurven für wenig Traktion und sind bei höheren Querkräften schnell überfordert. Ansonsten sind große Sicherheitsreserven vorhanden und auch der Komfort bleibt nicht auf der Strecke. Wegen der Magerpneus und der unsportlichen Lenkung sind die Rundenzeiten trotz guter Anlagen mit 21,01 Sekunden nur Mittelmaß. Unser Fazit zum Mitsubishi Eclipse: nicht Fisch und nicht Fleisch.